Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2 in Haubis Liga gegen Stin. Hallo Stin. Hallo Finn. Hallo Finns Zuschauer und eventuell auch meine Zuschauer. Schauen wir mal, ob du welche kriegst. Nee, die Tatsache ist, dass... Jo, der Stin kann nicht aufnehmen, weil... Probleme mit dem Aufnehmen. Probleme mit dem Aufnahmeprogramm tatsächlich. Ja, die und Technik. Deswegen werde ich auf meinem Kanal... Die meisten, die bei mir schauen, wissen das ja, habe ich ein Video hochgeladen, wo ich die Leute gebeten habe, dieses Spiel doch bitte bei Finn zu verfolgen. Weil mein dummes Commentary ist ja auch hier verfügbar, ne Finn? Richtig, wozu habe ich dich denn? Und dann gibt es noch als Bonus den lieben Finn dazu. Nee, ich mache die meine Tonspur mache ich aus für deine Zuschauer. Die hören dann nur dich. Das tut mir leid für die Jungs. Quatsch. So, der Stin hat 100.000 Mark Portokasse. Wir sind beide ziemlich verprügelte Teams. Ja. Aber du verprügelter als ich, würde ich behaupten. Ich habe keinen Ulf. Ja, sehr verprügelt. Kein Ulfi, nur einen Berserker. Aber meinen Läufer habe ich noch. Ja, oh, da habe ich aber Angst jetzt vor dem Unerschrocken. Das Dauntless wird dich in Grund und Boden. Ja, ja. Oh, es schneit ja. Unter Was? Der Brücke 3. Hast du etwas gegen mein Stadion unter der Brücke? Nein, ich fand das schön. Ich war öfter mal unter Brücken. Warst du in Venedig oder was? Beim Autofahren. Ach so. Wieso schneit es eigentlich? Na, weil es doch dein Stadion und du bist doch Norse. Touché. Stell doch mal Fragen, wer ist denn? Ja, aber es hat noch nie geschneit. L2-Erdkunde, Mann. L2-Erdkunde. Ich möchte jetzt erstes angreifen und irgendwelche Elfen vermöbeln. Was macht ein Schnee? Schnee macht... GFIs brauchen eine 3+ und nur kurze Pässe, ne? Höchstens. GFIs, bla bla bla. Okay, ich stelle zur Verteidigung. Nee, eine 2+ braucht ein GFI, nicht eine 3+. Bei Schnee braucht man 3+ für ein GFI. Das war doch die Frage, was der Schnee macht. Stimmt. Ja, stimmt. 3+. Geht auf 1 und 2 zu Boden, also 3+. Siehst du, habe ich doch gesagt. Nur schnelle und kurze Pässe sind möglich. Auch das habe ich gesagt. Weil du clever bist. Weil ich so schön bin, so schlau bin, so rank und schlank. Stelle schneller auf. Entspanne er sich. Bleiben Sie ruhig. Ich bin entspannt. Wir gucken uns derweil mal... Achso, ich brauche ja die Namen von dir gar nicht sagen. Die sind ja sowieso angezeigt. Weil ich nehme ja nicht auf. Das ist so ungewohnt, nicht aufzunehmen. Es ist tatsächlich sehr, sehr ungewohnt für mich, nicht aufzunehmen. Das glaube ich dir. Ich glaube, ich habe... überhaupt nur 2 Blood Bowl Matches gespielt, die ich nicht aufgenommen habe? Ja, und so in etwa geht es mir auch. Ich habe tatsächlich nicht viele Blood Bowl Matches nicht aufgenommen. Wenn es hochkommt, vielleicht 5. So, das machen wir so, das machen wir so. Aber das Aufheben des Balles ist ja jetzt nicht erschwert, soweit ich weiß. Mhm. Das nur bei Regen. Gehst mal nach vorn. Das gefällt mir tatsächlich verhältnismäßig gut, dein neues Team. Haha. Muss ich mal so zugeben. Ja, ich bin tatsächlich relativ zerstört worden. Ja. Aber da machst du halt nichts bei den Verletzungswürfen. Da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Nee, machst du nix. Und jetzt ist freundliches Wetter. Na gut. Aber wir haben Schnee wenigstens mal kurz gesehen. Ja, es hat kurz geschneit. Der Rasen ist noch ein bisschen nass vom Schmelz. Da kommt das Double-Bau. Immer Pause auf meine Elfen. Vollkommen zurecht. Der arme kleine Pinguin. So, wo liegt der Ball? Der liegt sehr, sehr mittig tatsächlich. Ungefähr, ja. Ich glaube nur ein Feld daneben, wo ich hingedingst habe. So, dann gehst du mal nach... Nein, ich möchte mich tatsächlich
hier so breit machen dann. Und dann werden wir hier wahrscheinlich da so. Gut, ich musste kurz Sachen überlegen. Ich habe ja jetzt, ich komme vom Blitzturnier gestern und ich bin immer noch in diesem Blitzturnier-Feeling drin gewesen. In der, im 1-Minuten-Modus? Ja. Alles gut, nichts passiert. Das ist okay. Kann ich mitleben. Oh, der hat ja gar keine Geschick mehr, der Junge. Nö, deswegen steht der an der Line. Ach so, wir wollen... Und dann wippen, wollen... wippen, wippen. Nicht? Du gehst mal dahin. Du hebst Bälle bitte möglichst auf. Sehr, sehr du hast lieb. Ja einen Werfer, das sehe ich ja jetzt erst. Ja. Ah, oh, ist klar. Ich starte tatsächlich meine North Teams sehr gerne mit Werfer. Und behalte die auch drinne, bis ich mir einen zusätzlichen Reroll kaufen kann, weil er hat ja jetzt mir schon einen zusätzlichen Reroll ermöglicht, sonst hätte ich tatsächlich nur 3. Also ah, nur 2. Ja. Ja. Wie sind nur 2? Nee, du hattest doch 3. Ja, stimmt, ja. Sonst hätte ich ja nur 3. Richtig. Ja, ich habe ja auch den Runner drin. Für den zusätzlichen Reroll. Und was würfel ich beim ersten Level ab? Movement ab. Naja, was willst du machen? Gehst mal da so hin. Lirum larum. Du nach da so. Yeti bleibt stehen, weil Yeti macht das ganz gut dort. So, Finn. Steh auf. Jetzt ein bisschen blöde. Warum? Ja, weil ich jetzt mit Sachen blitzen muss, mit denen ich eigentlich nicht blitzen möchte. Und es ist tatsächlich auch sehr, sehr seltsam, so wenig Frenzy im Team zu haben. Mit das glaube ich. Das glaube ich dir unbesehen. Du siehst es doch aber. Ist auch wieder recht. Nee, bleib mal, steh mal ruhig auf einfach. Nein, ich habe tatsächlich jetzt 2-mal Frenzy, wovon einmal sehr, sehr un... Wie formuliere ich es höflich, ohne meinen Yeti zu beleidigen? Sehr unzuverlässig. Ah, sehr gut. Nein, Olaf der Pralle. Prall hingefallen, würde ich mal sagen. Ja, mein ganzes North-Team, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, falls du noch nicht über die Namen schwadroniert hast. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Heißt Olaf, bis auf meinen Läufer, der heißt Günther. Ah ja. Ja, den Günther kannte ich, aber die anderen Olaf... Okay, wo möchte ich jetzt hin? Ich muss Sachen überlegen, denn ich habe keine Zeit für Namen. Namen sind Schall und Rauch. So, wo ist mein Verletzter? Du darfst zu viel, okay. Darfst zu viel überlegen, wie du möchtest, tatsächlich. Na gut, so, pass mal auf. Du stellst dich mal da noch hin. Nein. Stiefelkreis! Ja, wenn du mir deinen Berserker so präsentierst, dann kriegt er euren Fuß. Nur gelähmt und dafür fliege ich vom Feld. Na, das klappt ja schon mal hervorragend. Sehr gut. Das gefällt mir tatsächlich. Ja, das glaube ich dir sogar. Das Spiel geht ja schon wieder prima los. Ein Doppel-2 auf der Verletzung. Ganz, ganz klasse. Geh mal bis nach dort. Gehst nach da. Gehst da so. Lirum larum. Du nach da so. Dann haust du den Elf möglichst kaputt. Sowas würde Olaf der Letzte... Was? Olaf der Letzte, der Zweite? Ja, Olaf der Letzte, der Zweite niemals tun. Ich habe auch noch Olaf der Erste, der Fünfte. Das findest du lustig, wa? Ja. Darum heißen die, sind die Namen tatsächlich auch so gewählt. Ich fand die sehr, sehr schön. Gehst mal bitte nach da, Olaf, der Dreckige. Ich schnapp mir den Dreckigen.
Sag Hallo zum Yeti. Immer Pause auf meine Blodger. So, und plötzlich ist Rüstung 8 nur wie Rüstung 7, wa? Sagte ich schon immer Pause auf meine Blodger? Na, no, das hast du, glaube ich, mal ganz kurz beiläufig erwähnt. Na, dann ist alles gut. So, dann stellst du dich tatsächlich mal noch. Nee, lass das mal, Günther. Das war nicht gut. Günther geht nach da. Stellst dich hier nach außen. Dann kontrollieren wir noch kurz, ob wir Laufwege von Dunkelelfen einigermaßen abgeschnitten haben. Ja, an deinen Ball komme ich jetzt nicht so einfach ran. Uxduks! Nein! Lege dich dahin, du Knilch! So, plus 1, plus 2, plus 3 brauche ich, okay. Es gibt hier Versammlung um den Yeti, das war mir fast klar. Wenn du mir jetzt den Yeti noch raustötest, ja, dann kriege ich die Krise. Das wäre tatsächlich eine ganz gute Idee, ne? Tatsächlich nein, so gar nicht. Du darfst aber gerne noch ein bisschen faulen, wo nichts passiert und deine Spieler vom Feld gehen. Hab ich kein Problem mit. Ja, das könnte dir so gefallen. Ja, tut es tatsächlich. This could taste you so. Das täte mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Yeti Feld! Der kommt da immer noch nicht hin. Na gut. Ich möchte verhältnismäßig auch relativ wenig, dass du an meinen Ball kommst. Ich glaube dir. Bitte schmeiße er diesen Dunkelelfen mit vom Feld. Du bist nur... Achso, warte mal. Aha, dann machen wir das doch andersrum. Pass mal auf. Nee, passen wollte ich jetzt noch nicht tatsächlich. Geh doch mal nach da. Guck mal, der hat sogar fast einen passenden Namen für dein Team. Der heißt Fimtam. Unschön. Schon wieder nur gelähmt. Naja, gut. Würfelt eine 11 bei der Rüstung. Ich krieg die Tür nicht zu. So. Olaf, der dreckige. Ach, ich bin ein Typ. Ja, bist du. Ich halte mich so sehr von den Seitenlinien fern. Dabei sind deine beiden einzigen Frenzy-Männer am Boden. Der eine sogar gelähmt. Richtig. Geh du mal nach da. Du bist sowieso recht unnütz. Du gehst nach da so. Wieso? Ach, deswegen. Mhm. Ah, ich verstehe. Naja, das plötzlich macht alles Sinn. Hä? Hä, warum habe ich auf den... Ach, wegen dem da. Okay. Ja, doch. Ja. Da stehen mir zu viele Elfen tatsächlich. Verstehe ich nicht. Wir müssen das hier mal ein bisschen dezimieren. Das ist jetzt Quatsch, Erika. Ich habe mich doch selbst schon um einen dezimiert. Was willst du denn da jetzt noch machen? So in etwa. Bewegungsminus. Supi. Und der Apotheker bietet mir Tod an. Ich hasse dich, Stin. Ich kann nichts dafür. War eine schöne Zeit mit dir. Nett, dich gekannt zu haben. Wer mein Yeti fault, der kriegt aufs Maul. Ist doch nicht dein Ernst. Kannst du mal bitte was anderes würfeln als deine behinderten Paus? Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ach komm. Ja, sicherlich. Zwei von meinen Blitzern direkt verletzt. Willst du mich verarschen, Stin? Aber es ist nichts Schlimmes diesmal. Was ist denn mit dir nicht richtig? Alles.
So. Alter, Zug 3 und ich bin 3 Mann in Unterzahl. Ist doch nicht dein Ernst. Und dann noch 2 von meinen Blitzern. Gehst mal da so bitte und du stellst dich nach da so. Gut. Aber für Verletzungswürfe kann ich tatsächlich verhältnismäßig wenig. Und für den einen Mann Unterzahl kann ich tatsächlich nichts. Und wen soll das jetzt trösten? Mich. Immer Pause auf meine Blocker. Au. Da schiebt er den Berserker zurück ins Meer. Und da kommt das Pau. Ha! Alles gut, nur gelähmt. Oh, lächerlich, ey. So, gehst bitte erstmal nach da. Du stehst wieder auf. Minus 1 Bewegungsreichweite, ist doch nicht dein Ernst. Das war so tatsächlich auch nicht geplant. Immer noch da vorne. Stehst auf. Dann wollen wir... Das ist ein Blodger. Machen wir das oder machen wir das nicht? Können wir an anderer Stelle eventuell? Können wir auch nicht. Macht es! Mit Erfolg! Yeti bleibt stehen. Bleibt da stehen, weil dodgen will ich jetzt nicht unbedingt mit dem Yeti. Wir hauen mal den. Nein. Jawohl. So. Hab ja 4 Rerolls, das kann man ja machen. Wenn ich den jetzt dorthin ziehe, kann der da durchflutschen, das möchten wir nicht. Werfer geht nach hier so, Morse geht nach da so. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht hier noch einen Würfelblock, einfach nur schieben würde, reicht. Auch okay. So. Wir stehen da verhältnismäßig sicher. Na, du darfst nicht vergessen, Norse stehen relativ nah zusammen, weil die haben wenig an. Die müssen sich ja irgendwie wärmen. Na, nimm den Fuß aus dem Magen. Schon wieder nur gelähmt. Ich könnte kotzen, ey. Behindertes Spiel. Das ist der scheiß Laune.
Aber du hattest generell sehr, sehr viel Pech mit der Mannschaft, habe ich mir sagen lassen. Erzähl mir davon. 004 sagt doch alles. Mir fehlt ein Blitz. Achso, noch der 3-Aggi-Knilch. Ach, natürlich. Das funktioniert. Schiebt ihn oder schlägt ihn? Man weiß es nicht. Oh, der hat ja Movement ab der Läufer. Au. Ha, nicht Günther. Alles gut. Er ist doch wieder nur gelähmt. Was denkst du denn von mir? Dass ich was Anständiges machen würde? Wohl eher nicht. Das finde ich jetzt verhältnismäßig interessant. Wir stehen mal hier auf. Das ist der Loner. Mit dem wollen wir eigentlich nicht zuhauen. Machen das Ganze so. Schieben den ganzen netten Herren mal vor den Yeti. So, dann gehen wir mal noch da so. Dort, nee. Wie weit kommst du, mein Herr? Kommst bis nach da, dann gehst du auch dahin. Was? Unschön. Warum nur 50% Wurfchance? Was habe ich jetzt falsch im Kopf gehabt? Das weiß ich nicht. Ach, seriously. Dann auch mit dem scheiß Loner. Oh, aber es klappt. Es klappt. Loner klappt. Sehr, sehr geil. Nicht den Werfer. Oh. Ja, den möchte ich eigentlich tatsächlich lieber haben, den Werfer, aber... Reroll ist raus. Möchte ich eher ungern go for it. So, pass mal auf. Du stellst dich mal da hin. Stellt sich mal dahin. Das ist doch ein schöner Laufweg gewesen. Ja. Andererseits nein. Verstehe ich gar nicht. Ach, auf den kriege ich natürlich auch nur einen Würfel jetzt, deswegen, klar. Da kommt Fintu angesprintet und hebt den Ball einfach auf. Frech. Es war Speedy Finsales, nicht Fintu. Was? Oh, Entschuldigung, Fintu steht ja daneben, blöd rum.
verhältnismäßig unschön. Tatsächlich. Nein, dann gehen wir da hin. So. Ach, und es ist zu weit weg für einen 3-Plus-Pass. Du passt ja Standard auf die 3-Plus und das wäre halt kein Dingspass mehr gewesen. Der war einfach zu weit weg. Deswegen musstest du eine 4 würfeln. Das reicht. Gelähmt. Du haust mal den. Ich habe gehört, der Unterlegene haut stark zu. Tut er. Ich sage dazu nichts mehr. Verstehe ich. Tatsächlich gut. Und ich glaube, ich habe 3 Wochen kein Blood Bowl gespielt. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Es tut mir leid, Finn. Es ist ja nicht so, als ob ich mir das ausersucht hätte, dass ich so würfle. Riskieren wir das? Der Yeti hat das. Ja, er macht es. Auf die 2. Wir gehen, hauen nach dort. Dann kriege ich auch hier 2 Würfel. Allerdings ist es ein Loner. Du stellst dich bitte nach dahin. Berserker gehen nach da. Bitte hauen. Bitte danke. Schieben hätte zwar gereicht, aber okay. So. Zack. Und du bleibst, wo du bist. Na, was mache ich jetzt mit Günther? Tja, das ist die Frage des Tages. Günther bleibt mal liegen. Der liegt da ganz gut. Der darf sich ruhig noch etwas ausruhen, der junge Mann. Mit 2 GFIs. Du fieser Finnsack. Da kommt der Pass, er gelingt. Der kommt tatsächlich überall hin. Deswegen blieb der da stehen, der Junge. Ja, hab ich mir gedacht. Das habe ich mir gedenkt. Geblitzt habe ich jetzt schon. Tja, soweit ging mein Plan und jetzt stehe ich hier. Jetzt stehst du da und überlegst, wie es weitergehen soll. Ah. 4 plus, natürlich eine Sache. Das ist zu weit weg. Das klappt nicht. Kannst mal erstmal aufstehen, so. Läuft er davon? Oder auch nicht. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Vergiss immer, bis zu welchem Feld du kommst, bis da. Okay, das heißt, ich muss Go for it nehmen. Natürlich.
Ach, sicherlich. Jetzt verarschst du mich aber, Herr Spiel. Ist doch nicht wahr. Und tut sich was, oder? Nee, tut sich nichts. Überraschend. Tut sich nichts. Es tut sich nichts beim Finn. Lächerliche Scheiße. So, du gehst bitte erstmal dahin, weil du bist jetzt relativ safe. Kannst dich da einfach wegbewegen. Dann stellst du dich nach da so. Du stehst auf. Du nervst hier so. Du gehst da so hin. So. Dann haust du den Elf bitte erst einmal nach da und bleibst. Glaube noch nicht, bei einem von deinen Blocks ist mein Mann stehen geblieben. Ah, jetzt. Doch, das hatten wir vorhin auch schon. Aber das ist ja Frenzy. Oh, nicht bei Dings. Nicht bei, ich weiß. Solchen Dingen. Du schiebst den mal nach dort. Und bleibst. Der Loner stellt sich bitte mal nach da. Du hebst den Ball auf. Bitte. Bitte tue es. Schafft es. Easy peasy. Komm. Was ist denn da so schwer dran, werter Herr? Immerhin die Richtung hat gestimmt, der hat nicht nach hinten geworfen. Das ist schon mal was wert, ja. So. Eins, zwei. Ach so, das war der Blitz weg. Ach, ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn das für ein Hurensohn-Spiel? Ich verstehe dich da leider sehr, sehr gut. Wie rum machen wir das jetzt? Du bist nicht in Reichweite, du mit einem GFI und du ohne. Okay, dann du bitte so. Schieben reicht. Okay. Du musst den Ball tatsächlich aufheben. Du musst mit GFI, du kannst ohne. Aber du bist ein Berserker, du bräuchtest das Level ab. Ha! Geh erstmal dahin. Gib mal ihm den Ball. Ja, Glückwunsch. Mach es. Danke. Und du rennst ins Ziel. Das war etwas zu viel gewürfelt, gerade für meine Nerven. Mhm. Immerhin schiebt mein Chaoter auf. Pff, lächerlich. Ich würde auch lieber unter anderen Bedingungen mit dir spielen, Finn. Ich glaube dir nicht, weil Dunkelelfen haben es eigentlich verdient, dass es so läuft.
Ja, das ist leider wiederum wahr. Das ist ja immer mein Trost an dem Team. Es sind immer noch Dunkelelfen. So, du gehst bitte erstmal nach da. Weil ich will Yetis ungern an der Linie haben. Obwohl, will ich Yetis an der Linie haben? Hatte ich nicht einen Loner irgendwo? Ja. Ich wollte gerade gucken, ob ich den rausgeprügelt habe, aber ich habe natürlich niemanden aus dem Rüstung 7-Team rausgeprügelt. Weil ich nur in der Lage bin, Lähmungen zu produzieren. So, du gehst noch da. Du gehst ein zurück, du gehst ein zurück. Warum stehst du Werfer dort? Gehe er nach da. Ich möchte das tatsächlich so nicht haben. Du mal da, du dorthin. Ha. Ha. Ich fühle mich unwohl mit so wenig Frenzy. Ah, sag doch mal 5 von 6 SSP, Mann, den ich da hab rausgehen lassen. Super, ganz klar, ich liebe dieses Spiel sehr. Ich habe so das Gefühl, du möchtest über die linke Flanke meinerseits. Jawohl, jawohl. K.O. ist da nix. Ich hasse dich, Jagul. Du bist doch gleich wieder da. Warum, Jagul? Du hast doch 2 Bloodwiser Babes. Oh, ich krieg in jedem verdammten Spiel einen Steinwurf gegen mich. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, hatte ich 3 Steinwürfe gegen mich. 3. Ja, musste gestehen, ich kann gerade nicht so richtig viel Mitleid mit dir aufbringen. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Ach, ist doch lächerlich, dieses Spiel. Es ist einfach dein Innerstes, Finn. Du kannst Norsen nicht wehtun. Das wird es sein. Du möchtest einen Norse... Und jetzt fängt er die Scheiße nicht mal. Ich hasse solche Spiele, wenn einem nichts vergönnt ist. Nicht das kleinste bisschen. Ich gehe hier gleich wieder ohne SSP raus aus dem Kackspiel.